Sind wir in der Reaktion? Wir sind, glaube ich, nicht. Ich mag aber Mumbiol mehr, ganz ehrlich. Echt? Nein, nein. Voll korrekt? Ja, ich finde Mumbiol auch gut. Ich finde die toll. Wer ist Mumbiol? Die Rapperin von Mamamoo. Mir nee, geht. Ich find die mit dem Hyojin, meine ich. Der ist nicht mehr bei. Ja, Jin, aber allgemein mag ich die mehr so. Hyojin hat Style, muss man sagen. Hyojin ist so. Ryujin. So ein leichter. Das ist aber nicht. Das darfst du nicht sagen. Nee. Deswegen hat es bei mir nicht gehört. Ryujin. Ja, egal. Es geht nicht um sie. Es geht um Solar. Weißt du, diesen Anfang habe ich. Ich habe mir das Lied noch nicht angehört, aber diesen Anfang habe ich mir 10.000 Mal angeguckt, weil es mich so überzeugt. Krass. Leute, mit diesen Worten heiße ich euch herzlich willkommen zu unserer Solar Reaction. Solar Spit It heißt der Track? Spit It. Spit It. Spit It out. Spit It out. Ich bin gehypt. Seid ihr gehypt? Es geht. Ich weiß auf Solar nicht, sehr. Ist. Die hat ja, okay, mir sehr gefallen im letzten Mal. Mamamoo Video. Die hatte voll die gute Kontrolle von ihrer Bauchmuskulatur. Wer? Pole Dancing, so mit dieser Stange. Ah, nee, die ist gut. Okay, Leute, wir starten. 1, 2, 3, go! Ja, was magst du? Ja. So ein Vibe, Alter, ich liebe dieses Mädchen. Oh, wieder Dings? Verschiedene? Egal. Ich hab so ein Vibe gar nicht erwartet im Lied. Der hat so was Hauchendes. Warum geht das? Krass, das hab ich nicht erwartet. Ja. Krass. Oh, ich liebe dieses Mädchen, aber. Wieso ich? Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Was denn? Mach mal kurz stopp, ganz warte. Kurz. Meinst am Ende ist es krass. Ja? Die Handschuhe meinst du? Ich auch nicht. Vielleicht wegen Corona. Was da gerade war? Spaß, Spaß. Gerade diese Handschuhe. Aber die passen zu ihrem Lippenstift. Das ist doch das Küchenhandschuhe. Ja, okay. Ja, heutzutage kombiniert man Lippenstift mit Handschuhe. So, das ist Küchenhandschuhe. So Fashion-Statement. Mhm. Was ist das für ein Statement? Guck mal, die da hinten sind ganz... Ich schwöre auf alles, die hinten rechts. Sieht aus wie die Putze bei uns in der Firma. Ungelogen. Ja. Oh mein Gott. Kein Hexer. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber die sieht genauso aus. Also, oh, mein Hexenschuss. Ja. Ich muss mich gerade bücken, unten liegt so ein bisschen Fussel. Egal, ja, Mann. Mein Ey, ich muss sagen, ich habe das Lied überhaupt nicht erwartet bei diesem Anfang, diesem, die Welt, dieses... Die mögen es, ihre Sachen in so Betonblöcken aufzunehmen, ihre Videos. Ist mir schon öfter aufgefallen, die Koreaner. Auf jeden Fall, es war nicht das, was ich erwartet habe, aber der Refrain gefällt mir überraschend gut. Ich bin gespannt, wie es sich bei mehrmaligen Anhören anhört. Na, oh, das klingt. Was mache ich? Spanisch. Spanisch. Das ist hier. Die Szenerie ist halt übelst krass. Ist mehr, dieses Outfit ja. Ist anders. Aber ich hab das Lied gar nicht erwartet. Also gefällt's dir? Es gefällt mir, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Boah. Oh. Ah! Warum? Aber ich liebe sie! Die so, das Lied müssen wir laut hören. Das Bumm. Warte, ich. Nochmal. Oh, die sieht so hübsch aus! Ich liebe sie! Ganz, ganz cringe. Ganz cringe. Ich weiß, egal. Aber ja, stimmt auch so geil.
Krass. Boah, ich hab darauf nur gewartet. Worauf? Die hat Teaser-Pictures von ihrem, von dem Lied rausgebracht. Und da sieht man einfach nur, wie sie mit einer Glatze da sitzt. Und alle waren voll schockiert, so, Krass. Warum ist ihre Zähne hier so? Krass. Solar. Oha. Aber die hat so ein schönes Gesicht. Hat die aber nicht wirklich gemacht, nein, oder? Nein, das ist so ein Make-up. Aber erstmal wirklich was anderes. Ganz ja, ist ehrlich. Echt was anderes. So was hab ich auch noch nie wirklich gesehen. Hat ein bisschen was Klassisches. So Altes. So Musikvideo oder Song? Nee, Song. Ich verstehe immer Bad Girl. Ja, ich verstehe Better. Sagt ihr das? Ja, schon. Ja, was anderes sagt ihr. Aber die hat doch so eine schöne. Ich liebe es, wenn sie ihre Haare oben hat. Das sieht so gut aus bei ihr. Ganz ehrlich. Ich möchte nicht Gisa. Ich möchte nicht Jenny und Lisa schlecht reden. Aber dann. Sola! Ja, unter den K-Pop-Idols ist sie die hübscheste. Muss man sagen. Nein. Ich muss dir recht geben, Alter. Nur weil Megan das vorher letztes Mal gesagt hat. Jetzt nee, wieder gepusht. Nein, das hat nichts mit Megan zu tun. Ich bin ein riesen Fan von ihrer krass, Art und ihrem ja, Aussehen und ihrer Persönlichkeit. Eugene hat die beste Ausstrahlung. Oh, Eugene gefällt mir aber auch. Eugene hat eine echt gute Ausstrahlung. Ich mag die auch so. Guess on, Sanchez. Ah, ehrlich. Das Lied ist gut, aber ist gar nicht was das, was ich erwartet habe. Weil mir bei genauso. Diesem Anfang, da erwartest du was komplett anderes. Du dachtest, jetzt geht's richtig. Ich hab diesen Vibe erwartet. Als das kommt. Stimmt, warte mal, wo war der Schwenker? Machen wir weiter? Gar nicht, das hat aufgehört. Und dann kam das. Krass. Voll enttäuschend. Das war einfach nur. Vielleicht. Das war einfach nur Leute zu täuschen. Nee, ja. Vielleicht ist es auch so, nein, ich bin mir gar nicht sicher, mal, ob die eine EP hat oder ein Album oder was auch immer. Von einem anderen Song? Naja, ob das ein Anfang ist von einem anderen Song. Das kann sein. Werden wir aber jetzt nicht herausfinden. Klick mal da auf Coachella. Nein, das ist Blackpink. Mach mal ganz ehrlich. Nein. Warum nicht? Nein, nicht in einem Solar-Video. Damit wir Blackpink einen Titel schreiben können. Nein, okay, das war unsere Reaktion zu Solar. Ich wünsche ihr eine erfolgreiche Promotion. Ich hoffe, dass sie damit erfolgreich wird mit diesem Lied. Ich hoffe, dass so durch die Decke geht wie Horsas Twit. Mhm. Boah, das hat schon 4 Millionen Klicks. Und wie ist durch die Decke geht. Mit diesen Worten beenden wir. Das heutige Video. Beenden wir. Unter Masons Kopf wie immer die Reaktion. Seit neuestem. Zu Mamamoo. Und wir haben eine Telegram-Gruppe in der Infobox. Telegram? Ihr müsst darauf achten, es gibt Telegram und es gibt Telegram. Ladet euch die richtige App runter. Ich kann nicht mehr dran. Telegram. Wir haben eine verdammte Telegram-Gruppe. So anstrengend. Warum ist das? Hey Leute, zu unserer Verteidigung. Ja. Wir arbeiten hier schon seit sehr langer Zeit. Und wir sind tot. Einfach K.O. Wieso in dem Sinne, Leute, Telegram folgt uns überall, liest einfach die Beschreibung. Gerne Daumen hoch da lassen, falls ihr uns mögt. Abo und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mittwoch. Haut rein, K-Pop-Menschen. Menschen. Ciao.